Niemand hier. Es ist noch gar nicht spät. Ich hätte gedacht, Demoiselle Leni wäre noch auf. Ich glaube, alte Leute gehen früh zu Bett, oder nicht? Schauen Sie, Oscar, ein entfernter Cousin. Wovon reden Sie, Kate Walker? Und warum lachen Sie? Zu klein für eine Tür. Noch so eine Zigarre. Demoiselle Leni hat mit jemandem Tee getrunken. Vielleicht mit diesem Bergsteiger? Ein Foto von Leon auf einem Schiff. Das muss bei seiner Rückkehr aus Baltaya entstanden sein. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie er den Winter dort auf der Flucht überlebt hat. Leni hatte diesen Zeitungsausschnitt über Leon auch. Offenbar hat das alte Mädchen einen wahren Schrein für ihn errichtet. Irgendwas an Demoiselle Leni ist wirklich seltsam. Ich sollte mal ein Wort mit ihr reden. Aber zuerst die Leichen. Sie sind jetzt alles, was zählt. Ich hatte gehofft, Demoiselle Leni hier zu finden. Keine Zeit, die Hütte nochmal zu durchsuchen. Ich muss die gefrorenen Leichen finden. Leni hat ihren Aussichtsposten verlassen. Kaum überraschend bei dem Sturm. Was ist das? Oh, das sind die gefrorenen Leichen vom Teufelskragen. Das Forensik-Team musste sie raufbringen, wegen des Sturms. Aber der Generator hat versagt. Die Leichen könnten Schaden nehmen. Wo ist Demoiselle Leni? Oh, sie schläft in ihrem Zimmer. Sie ist zusammengebrochen, nachdem das Forensik-Team wegging. Oh, was ist passiert? Das hatte sicher mit den Leichen zu tun. Ich meine, sie starrte ständig in diese Richtung. Und dann, als sie vom Teufelskragen herbrachten, war es, als hätte sie ein Gespenst gesehen oder so. Beinahe, als ob... Als kenne sie die Verstorbenen. Was? Kümmert sich jemand um sie? Oh ja, keine Sorge. Dieser Einsiedler, der ihr manchmal Holz und Lebensmittel bringt, ist bei ihr. Okay, dann gehen Sie jetzt wieder rein. Ich kümmere mich um den Generator. Sind Sie sicher? Absolut, gehen Sie nur. Los! Ich muss sowieso im Zelt etwas nachsehen. Verschlossen, das war ja klar. Das muss die Kurbel zum Generator sein. Trockene Kekse. Wie lange die wohl schon hier sind? Nichts. Sag
Sagen Sie etwas, Oscar! Dieser Schalter hat den Generator eingeschaltet, Kate Walker. Aber Sie müssen noch den Anlasser betätigen. Okay, danke. Der Tank ist leer. Ich muss Treibstoff finden, damit ich den Generator einschalten kann. Ich nehme an, es muss in der Nähe einen Treibstoffvorrat geben. Ich schlage vor, dass Sie ihn suchen, Kate Walker. Hier muss etwas fehlen. Sind Sie sicher, dass Sie im Sturm bleiben wollen, um die Leichen zu sehen, Kate Walker? Die sind morgen übrigens immer noch da. Mag sein, Oscar, aber ich kann nicht warten. Ich muss es einfach wissen. Der ist offenbar noch voll. Zu schwer. Ich brauche etwas Leichteres, das ich zum Gen... Leer, das war der Falsche. Offenbar ist das Bergungsteam eilig aufgebrochen, nachdem es die Leichen hergebracht hat. Der Sturm hat sie wohl überrascht. Forensisches Institut Wagen. In dem Leichensack ist nicht Dana. Leon,
wäre er gestern erst gestorben. Wie in den Geschichten, in denen Leute Jahrzehnte, nachdem sie von einer Lawine davongerissen wurden, perfekt konserviert im Eis gefunden werden. Schwer zu glauben, dass er schon 60 Jahre tot ist. Das ist ebenso erstaunlich wie auch tragisch. Eine nicht identifizierte blonde Frau um die 40. Das kann nicht Dana sein. Erledigt, Oscar. Dana ist nicht unter den Leichen, die bei Leon gefunden wurden. Bin ich erleichtert. Jetzt, da das geklärt ist, Kate Walker, könnten wir vielleicht in etwas stabileren Räumlichkeiten Schutz suchen? Richtig. Wir sollten in der Hütte nach Demoiselle Leni sehen. Ich habe eine Menge Fragen an Sie. Gut, dass sie den Generator hingekriegt haben. Boah, dieser verfluchte Sturm. Sie müssen Demoiselle Leni nach ihrem Zusammenbruch in ihr Zimmer getragen haben. Sie müssen Demoiselle Leni nach ihrem Zusammenbruch in ihr Zimmer getragen haben. Offenbar kann ich seine Form verändern. Sie müssen Demoiselle Leni nach ihrem Zusammenbruch in ihr Zimmer getragen haben. Hallo? Entschuldigung? Sind Sie sicher, dass Sie diesem Individuum folgen möchten, Kate Walker? Ich fand nicht, dass er bedrohlich wirkte. Eher im Gegenteil, Oscar. Hallo? Sind Sie da? Was haben wir denn da?
Dieses Porträt, es sieht aus wie Leon. Der Stil erinnert mich an das andere Porträt von ihm, das er in seinem Brief aus Baltaya beschrieben hat. Das von dem... Dana? Dem Gorun. Nein, nicht Dana. Sie ist alt wie ich. Ich bin Kate. Kate Walker. Kate Walker? Ja. Und Sie... Sie sind der, den Leon vor langer Zeit während der Expedition gerettet hat. Nicht wahr? Ja. Der Gorun aus Baltaya. Sie sind aber weit rumgekommen, Herr... Ludwig. Ludwig Hartteck. Also, Herr Ludwig, wenn ich fragen darf, was ist passiert, als Sie und Leon nach Ostertal zurückkehrten und sich dem Widerstand anschlossen? Und woher kennen Sie Dana? Leon, mein Bruder. Diese Bilder zeigen Momente aus ihrem Leben, richtig? Mhm. Sieht aus wie ein Fluss. Und diese kleine Gestalt ist verletzt. Ist das Ihre Begegnung mit Leon und den Wissenschaftlern der Expedition? Ja. Der Mann in der Mitte zwischen den anderen war auch auf den anderen Bildern. Das ist Leon. Oder? Ja. Leon. Diese Gruppe, ist das Ihr Stamm, Herr Ludwig? Ja. Also lebten Sie alle zusammen in einer Höhle in Baltaya? Gut. Also haben Sie und Ihr Stamm Leon nach dem Tod von Reinhard Berger 1937 aufgenommen. So konnte er also den Winter in den Bergen überleben. Dann sind Sie mit Leon gegangen, als er beschloss, nach Wagen zurückzukehren und sich dem Widerstand anzuschließen? Mhm. Das Bild hier, ist das der Befreiungskampf von Wagen? Vorher der Widerstand. Das blonde Mädchen bei Ihnen und Leon ist doch nicht Leni, oder? Doch, Leni, meine Schwester. Ich wusste, dass Leni im Widerstand war, aber sie hat mir nicht erzählt, dass sie zusammen mit Leon gekämpft hat. Geschweige denn mit Ihnen. Sie ging sogar so weit zu sagen, dass sie Leon nach 1937 nie wieder gesehen hat. Derzeit mit Dana auf der Hütte. Warum sollte sie etwas so Wichtiges verschweigen? Ich muss nach Leni sehen. Kommen Sie, Kate Walker.
Dieses Zeichenheft. Ich glaube, das war Leons. Zünddraht, wie in den alten Filmen. Waffen. Die liegen wohl schon seit dem Krieg hier. Eine Art Landkarte. Sieht aus wie der Teufelskragen. Könnten all die Markierungen darauf hinweisen, wo der Gorun nach Leons Leiche gesucht hat? Dieses Symbol sieht aus wie eine Warnung. Das müssen Pläne für Geheimoperationen sein. Offenbar war hier eine Art Einsatzzentrale. Vielleicht für hiesige Widerstandskämpfer wie Leon und seine Gruppe. So viel ist mit dem Gorun passiert, seit Leon ihn in Baltajar gefunden hat. Was für ein Leben er gehabt haben muss. Aber es gibt noch so viele Unklarheiten. Ich muss Leni ausfragen.
Ah, Fräulein. Ich wusste, Sie kommen irgendwann wieder. Ganz offensichtlich haben Sie Ludwig schon kennengelernt. Ja. Und das hat viele Fragen über Sie aufgeworfen. Darüber, was Sie mir bereits erzählt haben und was Sie verschwiegen haben. Natürlich. Man kann seiner Vergangenheit davonlaufen, aber nie ganz entfliehen. Aber das wissen Sie ja selbst. Nicht wahr, Fräulein? Ich möchte es verstehen, Demoiselle Leni. Ich will verstehen, warum Sie nichts von Leons Tod erzählt haben. Wie Sie mit ihm im Widerstand kämpften. Und über den Gore. Über Herrn Ludwig. Es hätte uns beiden so viel Zeit und Mühe erspart. Weil dadurch nur mehr Fragen aufgekommen wären. Fragen, die zu Ereignissen führen, über die ich noch nie gesprochen habe. Mit niemandem. Nicht einmal mit dir, lieber Ludwig. Leni. Doch, das spielt wohl jetzt keine Rolle mehr. Vielleicht ist es Zeit, mein Verbrechen zu gestehen. Wovon reden Sie da? Es waren die besten Jahre meines Lebens. Ich war beim Widerstand, anders als mein feiger Vater. Und ich kämpfte an Leons Seite, nachdem er wie durch ein Wunder mit Ludwig aus Baltaja zurückkehrte. Es gab mir einen Sinn.